Welcome back to Virtual Reality. My name is Thomas and you're watching Voodoo DE VR. Today I have an awesome video for you. I could play a game that most people are looking forward to, Zenith VR. So this is an MMO like World of Warcraft, and it's an early alpha. I have it because I backed them on Kickstarter, and before you ask, yes, I'm allowed to show that. There is no NDA. The developer wrote that on their Discord. So I'm glad that I can show it. And I can already tell you, shit, this game is fucking awesome. I can tell you. You can find everything about VR and AR on this channel thanks to my sponsors, Vukous VR, Opperman Events, Peter Wasmeyer, Virtual Escape, and Adam's Group. Let's have some fun with the video and let's go. Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Hier sind jetzt schon einige am Start. Es tut mir leid, ich kann leider die Musik nicht ausschalten. Das lässt das Spiel nicht zu. Das ist für mich immer ein bisschen schwierig. Erstens wegen Copyright und zweitens, weil ich mich dann nicht wirklich konzentrieren kann. Aber na gut. Wir schauen mal. So. Da klettert einer schon hoch. Also wir können hier ganz normal mit dem Steuerkreuz oder mit dem Thumbstick können wir hier lang gehen. Ah, und wir können tatsächlich mit den Greiftasten klettern. Wie cool. Also mein erster Eindruck hier erstmal ist eigentlich ganz cool. Wir gucken mal, ob es Falling Damage gibt. Oh, keine Ahnung. So, wir haben hier Schwerter. Sieht auch ganz cool aus. Also guck mal, das sieht echt nicht schlecht aus. Also mein erster Eindruck ist gut. Wobei man das natürlich jetzt noch nicht wirklich sagen kann. Aber, naja. So, also auf der A-Taste können wir das Menü aufrufen. Guckt mal hier. Wir können unsere Sachen ausziehen. Ne? Dann haben wir gar nichts mehr. Ist ja auch abgefahren. Guck mal, wir sehen unsere ganzen Rüstungen hier. Das ist cool. Also gefällt mir so ganz gut, wie das hier alles gemacht ist. So stelle ich mir ein MMORPG vor. Inventar, kein großer Schnickschnack hier. Hier sehen wir unsere Werte. Crit-Chance, Armor, Mana, Health, Stamina, Affinity, Constitution, Attack. Sehr gut. Also das erste ist hier so ein Inventar. Was ist das? Soulforge. Coming soon. Coming soon. Das hier sieht irgendwie alles noch aus wie so ein paar Platzhalter. Dash. Press the B-Button to dash forward in the direction you are moving. Cool. Können wir das? Ah ja, das können wir... Ach, hier oben können wir die Sachen aussuchen und hier können wir die wahrscheinlich dann benutzen. Hier ist unsere Friendliste. Invite. Hier sind natürlich noch viele Platzhalter und sowas. Eine Gilde können wir hier. Hier ist die Karte. Geil. Hier sind wir. Ja, und hier sind die ganzen. Boah, ist ja echt krass. Also, scheiße, das gefällt mir ja richtig gut. Das ist das Menü. Ja, da könnte man natürlich noch ein bisschen was dran machen. Streamer-Mode. Ich probiere lieber keine Sachen, die mich hier rausschmeißen könnten. Also, dass das abstürzt, meine ich jetzt. Learn Skills, guck mal hier. Apfel, geil. Targeting Mode, Sprinting Mode. So. Ja. Ah, guck mal, auf B habe ich jetzt... Geil, das ist die Fähigkeit, die ich gerade eingesetzt habe. Da können wir so nach vorne dashen. Geil. Scheiße, ich bin total begeistert. Oh Mann, da habe ich gar nicht mit gerechnet jetzt. Krass, geil. Das fühlt sich an wie ein richtiges MMO. Also, so jetzt hier die Umgebung, ne, diese Stadt. Mich wundert noch viel mehr, dass das gerade so stabil läuft. Ich meine, das ist die allererste Alpha. Ne? Ich habe gedacht, ich fliege jetzt hier 1000-mal raus oder es lägt wie ein Schwein oder irgendwas. Aber überhaupt nicht. Aber ich sag nur, oh, scheiße, geil. Oh, scheiße, geil. Krass. Ach Gott, ey. Da ist ja... Ach, ich muss das mal kurz auf mich selber jetzt hier wirken lassen. Das haut mich gerade so ein bisschen um. Geil. Ach Gott. Wow. Da haut's mich ja wirklich um. Also jetzt nicht, ich meine, das ist jetzt, kannst du jetzt natürlich nicht mit Half-Life vergleichen hier oder so, aber allein die Umgebung so schön, ne? Das erinnert mich jetzt wirklich an WoW zum Beispiel und ich liebe ja WoW, ja. Aber wir sind hier in VR, Leute. Das macht die ganze Sache. Ja, und da ist es aus, das gelbe Ausrufezeichen. Habe ich nicht gerade von WoW noch geredet? Also definitiv, was die noch einbauen müssen, bitte, dass man die Musik ausstellen kann. Also das, leider nervt mich das tierisch. Ich möchte in Ruhe zocken. Also Musik ist für mich erstens immer so ein bisschen schwierig. Und zweitens Copyright. Gibt aber nicht. Kann man nicht machen. Guck mal, Create Party. Streams, solltest du vielleicht dein Mikrofon leiser stellen. Mikrofon leiser stellen? Im Optionsmenü kannst du das ausschalten. Ich hab's eigentlich ausgeschaltet. Da ist zumindest so ein rotes X durch. Naja. Nur zur Info. Ja. Aber, keine Ahnung, irgendwie ist es aus. Naja. Oder warte mal, ich mach's mal jetzt aus. Hörst du mich jetzt auch noch? Ist ja richtig. Jetzt hörst du mich? Und jetzt hörst du mich auch noch? Hallo, hallo? Jetzt nicht mehr. Ah, okay. Super. Dann, hey, das war doch gerade schon auf aus. Danke für die Info. Oder war das gerade nicht aus? Das ist lustig, wenn man Selbstgespräche führt. Aber jetzt mal geil, ne? Erstmal, dass das alles so funktioniert, ne? Dass wir hier... Guck mal, die Leute sind hier alle schon am Kämpfen. Ich glaub's einfach gar nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie man die Quest hier annimmt. Good to see you, Voodoo. No rest for the weary. Command has taken us with driving back a horde of essence hungry sylphits. Not a problem for a couple of... Clear the farms, then report back to me. Okay. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier die Quest, die steht hier. Wir sollen 10 von diesen Dingern... Ach, geil, ey. Scheiße, ist das geil. Das gibt's doch gar nicht. Genau, exakt so habe ich mir es gewünscht und... Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier gezählt... Aber wir können auch rennen, natürlich. Mist, hat nicht gezählt. Da hinten ist einer. Wir gehen mal gucken. Bam! Oh, shit. Oh, scheiße. Das war die Wand. Hat das gezählt? Wo sehe ich denn jetzt... Wo sehe ich denn jetzt... Diese Quest-Anzeige ist weg. Ich weiß natürlich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo man die sieht. Ah, doch, jetzt! Auf A. Auf A einfach. Da kann man die an- und ausmachen. Super, hat gezählt. Also einen haben wir fertig. Guck mal, wir gucken mal, ob hier was drin ist. Nee, kann man nicht. Kann man nicht zerstören. Ach du Scheiße, ist das geil. Also das gibt's ja gar nicht. Komm schon. Ah, guck mal, der ist durch. Ha! Gucken. 2, genau, jetzt haben wir 2. Jetzt gucken wir mal, ob das mit für uns zählt, wenn wir hier noch weiter... Hat das gezählt? Ja! Super, also wir können auch zusammen dann, obwohl wir gar nicht in der Gruppe sind. Guck mal hier, der spawnt wieder. Ah, ihr seht, wenn man die Schwerter ein bisschen länger hält, dann sind die aufgeladen, ja. Müssen wir natürlich noch ein bisschen lernen, wie das alles so funktioniert, aber... Geil. Hey, guck mal. Ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Hey, Chips. Ist wahrscheinlich noch ein Platzhalter. Wie kann ich das jetzt ins Inventar tun? So? Wir gucken mal. Ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. 54 Armor. Das sind wahrscheinlich... Ah, ist besser als unseres. Ist besser. Guck mal. Guck mal. Scheiße, ey. Ich klapp gerade vom Stuhl. Das ist ja Wahnsinn. Shit. Super. Dash. Scheiße, ist das ein geiles Spiel. Oh Mann. Ah, das ist Experience übrigens, was wir hier kriegen. Das sind jetzt zwei direkt auf einmal. Ich weiß nicht, ob ich das auch schon machen kann. Das Einzige, wo ich jetzt, was mir jetzt auffällt, ist halt, dass die alle nur rumstehen, ja? Also wenn wir jetzt hier mal so rumgucken, ja, die stehen da ja alle nur rum. Also da würde ich mir natürlich noch ein bisschen wünschen, dass die halt noch hier so ein bisschen rumgehen, ne, dass die... Guck mal, Training Ground ist das übrigens. Dass die hier noch ein bisschen, ja, hin und her gehen, hier so ein Tagesablauf vielleicht, dass das eine Monster mal da vielleicht hingeht oder so. Aber ich denke mal, das wird alles noch kommen, ne, das ist ja ganz frühe Alpha. Hei, geil, wie viel haben wir eigentlich? 7. 7 Leute. Was ist denn hier los? Wir. Zack, Dash. Zack. Hei, ja. Komm schon. Hier, Freund der Südsee. Oh, yes! Jo! Und jetzt noch die beiden da. Mist, es gibt noch nicht so oft Loot, ne? Also ich habe jetzt mal die Armschienen gefunden. Zack! Ist ganz schön anstrengend übrigens, ne? Wenn du die ganze Zeit so hauen musst. Ja, guck mal, wir haben wieder was. Schuhe. Hä? 9? Ich dachte, wir... Guck mal, wo guckt der denn da hin? Hi. Do you have a quest around here? Wait. Because I'm trying to find... the price of war stuff, and I don't see it. I just doing the first quest with the killing the 10 guys here, but I didn't find another one. But I will just kill another one, and then I will check it out. You get it when you finish that one. Okay. Yeah, it's meant to be here. I don't know where though. Geil, ey, das gibt's ja nicht. Wie gut das funktioniert. Mich kloppt's vom Planet, ey. Komm schon, du Drecksack. So, jetzt. Wir haben's, ne? Ja, Return to Mika. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo war das nochmal da hinten, ne? Also, ich kann gar nicht glauben, dass das so gut funktioniert. Ihr werdet mich wahrscheinlich jetzt für verrückt erklären, ne? Warum findet der Voodoo denn dieses Spiel so geil? Ich meine, es ist ein MMO, Leute, ne? Und davon gibt es bisher eigentlich nur Orbus, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe Orbus schon lange, lange nicht mehr gezockt. Aber das hier gefällt mir auf den ersten Blick 1000-mal besser als Orbus VR. Ich hoffe so sehr, dass es erfolgreich wird. Ach, das versuchen wir jetzt gleich auch mal. So. Fest. Great work. The farmers are that much safer now. Ach guck mal, wir haben jetzt 2 Quests. Can you help me with one of these? The price of war. We need to find out what's happening here and quickly check. Go check the lands to the north for farmers. I'll loop around the other side. Hold X button on your left to make the minimap appear. Quest locations are marked as stars. Okay, wir sollen in den Norden. Und jetzt haben wir noch hier was. Life pendles are rare in these lands, but their stone counterparts lay hidden. Aha. Ah, guck mal, wir kriegen als Questbelohnung einmal Ausdauer. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das finden. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo seid ihr? Hier seid ihr, ja. Okay. Aber wir können jetzt auch Snap-Turn machen. Also ich könnte das Ganze natürlich auch im Sitzen zocken. Übrigens mit den Index-Controllern funktioniert das auch alles sehr, sehr gut. Das soll ja auch mit allen VR-Brillen funktionieren. Guck mal, check the farmhouse, check the grove, find the statue resting on the root. Hä, guck mal. Was ist das? Das sind... Ach, das sind diese Quests. Ist das da, wo Quests sind wahrscheinlich, ne? Guck mal, hier ist auch noch eine Quest. Geil. Ah, guck mal, hier sehen wir noch, dass das im Alpha-Status ist, ne, ganz klar. Weil der macht halt noch diese T-Pose. Yeah, but can teach us more than... End them. Geil, scheiße, das gibt's ja gar nicht. Komm, wir klettern mal. Was ist das denn? Können wir... Geil, wir können einfach so überall lang klettern. Guck mal. Ja, hier sind noch ein paar matschige Texturen, ja. Also so ein paar Kleinigkeiten, klar. Dass hier die Textur zum Beispiel... Guck mal, da ist was gelb geleuchtet. Wir probieren jetzt mal aus, ob wir Falling Damage haben. Ja, sehr gut. Hier ist angeblich irgendwas. Ah nee, wir sollten das nur checken. Wir sollen einfach nur dahin gehen, mehr ist das nicht. So, jetzt wollte ich aber mal kurz gucken, ob wir auf der Karte Quest Locations sehen. Irgendwie einen Stern haben die doch gemeint, ne? Was ist das? Fast Travel. Können wir da schon hin? Oh, shit! Okay, da kommt keine Abfrage mehr. Oh, scheiße, Piraten! Oh nein, nein, ich hänge in dem Ding drin. Ah, ne, doch nicht. Guckt euch das mal an, wie geil! Und die Mucke. Jetzt noch ein Cocktail, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, klar, das wirkt alles noch ein bisschen steril, noch ein bisschen leblos, ne? Aber die Umgebung und wie das alles schon designt ist hier, also ja. Was heißt das hier? Wir gehen nochmal hier hin. Hä? Achso, der hat schon die Quest abgegeben. Sehr gut, sehr gut. Guck mal, wie schön das aussieht. Oh. Skirmish. Guck mal, Skirmish. Event. Wir haben... Scheiße, wir haben nur ein paar Sekunden. Helfen wir mal, oder? Was müssen wir hier machen? Oh, das ist der Chef. Oh, the big boy. Ja. Oh, where'd he go? Hey, wo ist er? Oh, event failed, really. Oh, so it despawned on us. Weg. Sieht aus, wenn es ein Bug war. Wir gehen mal hier hoch, oder? Scheiße, ist das geil! Was ist denn das hier für ein Kollege? Oh! Oh, Scheiße, der hat Level 5. Den schaffe ich nicht. Der hat viel zu viel Energie. Ich komme nicht dran. Oh shit. Komm schon. Wow, der hat gesessen. Ich kann, glaube ich, so... Ich kann einen Dash-Attack machen. Gleichzeitig Dash und dann... Geil. Komm schon, du Drecksack. Wir werden natürlich irgendwann neue Fähigkeiten kriegen, ne? Komm schon. Hoffentlich kriegen wir wenigstens was von dem. Komm schon, du Drecksack. Ach, schade. Von dem hätte ich gerne Loot bekommen. Oh. Hey, wieso bin ich eigentlich immer noch Level 1, verdammte Axt? Aber wir haben gleich Level 2, glaube ich. Ich kill noch ein bisschen. Wieso verfolgt er den? Yeah. Staggered. Zack im Sack. Komm schon. 200, wir haben es gleich, Leute. Wir sind gleich... Was ist das denn? Eine Kiste? Kiste. Scheiße, kann ich nicht öffnen. Hä? Geil! Jetzt habe ich Level 2. This goldstone grants you the perfect parry passive ability. Which allows tanks to completely nullify damage when blocking. Guck mal, ich habe eine neue Fähigkeit. Wie kann ich die einsetzen? Gerade mal kurz ins Menü. Ach Quatsch. Da, guck mal. Man kann nur eine einsetzen. Uiuiui. Wie kann ich das benutzen? Weiß ich noch nicht so genau. Hä, hey, was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe immer noch das Dash. Ich habe immer noch das Dash. Slice downwards to hit. Ah, warte mal. On the third charged attack. Slice downwards to hit. Damage and increased targets next stagger duration. Ah! Bei der dritten aufgeladenen Attacke müssen wir so runterziehen. Okay. Ach so, ich muss gegen die kämpfen. Zwei. Drei. Ich glaub, der hat das schon gemacht gerade, ne? Der war nämlich... Weiß ich jetzt aber nicht so genau. Oh, hier ist auch einer im... Geil, Leute. Also, mich haut's vom Planet, wirklich. Hammer. Oh, das sind schon... Die sind noch zu stark, Leute. Da kann ich noch nicht hin. Da kann ich auf jeden Fall noch nicht hin. Das ist unglaublich. Guckt, ihr genießt doch mal die Aussicht hier. Wahnsinn. Wir gehen nochmal kurz. Können wir in die Stadt zurück? Ja, können wir. Ich wette, hier kann man dann natürlich noch viel mehr Sachen machen. Guck mal, was ist das denn? Ich kann da nicht rein. Hä? Zum Glück kann man immer klettern, wenn man festhängt. Irgendwie habe ich gerade hier festge... Keine Ahnung, was da los ist. So. Guck mal. Hier wird es dann sicherlich irgendwann Geschäfte geben, wo du dann das Zeug kaufen kannst. Ich meine, wir verdienen ja auch Geld, denke ich mal. Geil. Super, gefällt mir richtig gut, Leute. Ich glaube, das reicht jetzt so für den ersten Eindruck mal aus. Wir haben, wie lange haben wir gespielt? Über eine halbe Stunde. Und, also ich kann euch jetzt schon garantieren, das werde ich weiterzocken. Da werde ich sicherlich weiterzocken, da werde ich noch einige Episoden machen. Das ist für mich so ziemlich das Coolste, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Ich hoffe natürlich, dass die Alpha dann noch ein bisschen geht, ne? Weiß ich noch nicht. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Okay, guys, so that was the first glimpse into the game. Sorry for no commentary, but that didn't work for now. I can tell you this game is a blast. It's so cool. What I expected is that it's an alpha. It's an early alpha. I expected that nothing works, that... bad graphics, some glitches, some lags or what. And what I got is an awesome MMO game that's like World of Warcraft. Even the handling of the menu or the quests and stuff and the environment, it's so cool. I never expected that. Wow. So this is the first game I'm really looking forward to after Half-Life Alex. I never thought that I would say that, but... They did a great job. Of course, we cannot look. We cannot see what comes in the future. Will there be cool quests, or will they be boring, or whatever? How are the abilities that we have then and stuff? How's the group play in dungeons and whatever? But we. It's just amazing. We can climb. We can look the environment. We can even loot already some stuff. And for an alpha, it's just awesome. I can guarantee you there will be more gameplays on this channel about Zenith VR. And I hope you like it. I can tell you this game is awesome. This is already awesome. And I hope in the near future you will also be able to play it. It was an early alpha for those people that backed them on Kickstarter. So this is why I also have the game. Not why, because I'm a YouTuber. It's because I paid for Kickstarter. So this is why I can already see it. And it's great. It's just great. So guys, thank you so much for watching. Subscribe to my channel. You will see more gameplay about this. And see you next time in virtual reality. See ya! Voodoo DE.